Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute jetzt erstmal ein Schreiben vorlesen, das wir bekommen haben, und zwar von einer Informationsstelle zum sächsischen Kinderschutzgesetz. Betreff: Dürfen wir Sie an die Früherkennungsuntersuchung U7a Ihres Kindes erinnern? Liebe Eltern, Früherkennungsuntersuchungen bieten Ihnen die Sicherheit und Ihrem Kind die Chance, dass es bei eventuellen Problemen frühzeitig Hilfe erhält. Das Früherkennungsprogramm beinhaltet von der Geburt bis zum 15. Lebensjahr hierfür insgesamt 11 kostenlose Untersuchungen und sollte deshalb von allen Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden. Leicht kann es im Alltag passieren, dass man einen Termin für eine der Früherkennungsuntersuchungen verpasst. Auch in Ihrem Fall liegt uns für die sogenannte U7a Ihres Kindes, Rino, keine Untersuchungsbestätigung vor. Bitte rufen Sie Ihre Kinderärztin oder Ihren Kinderarzt an und vereinbaren Sie einen Untersuchungstermin. Bringen Sie bitte zur Untersuchung dieses Schreiben, den Impfpass und das gelbe Kinderuntersuchungsheft, das Sie bei der Geburt Ihres Kindes erhalten haben, sowie die Chipkarte mit. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird die Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung mit der auf der Rückseite dieses Schreibens aufgedruckten Bescheinigung gegenüber der Meldestelle für das sächsische Kinderschutzgesetz bestätigen. Sollten Sie mit Ihrem Kind bereits an der Früherkennungsuntersuchung teilgenommen haben, bitten wir Sie, mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin Kontakt aufzunehmen, sodass er Sie die Bestätigung zur Untersuchung nachholen kann. Sollten Sie die U7a-Untersuchung nicht wahrnehmen, wird das Gesundheitsamt mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um nochmals für die Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung zu werben und Ihnen weitere Hilfen und Unterstützung anzubieten. Sollten Sie Fragen haben, so ist die Informationsstelle zum sächsischen Kinderschutzgesetz jeweils montags bis Freitag von 9 bis 12:30 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0341 234 93741 gerne für Sie da. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Informationsstelle zum sächsischen Kinderschutzgesetz. So, auf der Rückseite ist hier das aufgedruckt, ja, das ist also diese Bescheinigung, dass du dein Kind da mit hingenommen hast oder mit deinem Kind dort was teilgenommen hast an dieser Untersuchung. Und die muss der Arzt dann ausgefüllt zurückschicken an diese Meldestelle. Wir haben den Schrieb jetzt schon mal bekommen gehabt. Ich habe ihn überflogen, habe mir gedacht, was wollten ihr Idioten von mir? Ihr könnt mich mal. Weil ich weiß selber, wann ich mit meinem Kind zu einer Untersuchung gehen muss. Nun, was ich nicht beachtet hatte, war natürlich dieser komische gelbe Aufdruck auf der Rückseite. Wir haben dann auch die U7A gemacht mit unserem Sohn und bekamen dann irgendwann mal, beziehungsweise beim Arzt wurde man dann darauf angesprochen, eben auf diesen Wisch mit dieser Bestätigung, wo ich gesagt habe, haben wir nicht, keine Ahnung, haben wir nie gekriegt. Weil, wer schaut da unbedingt jetzt auf die Rückseite oder liest ein Schreiben durch, das eher ausschaut wie eine Werbung als wie eine gesetzliche oder bürokratische Aufforderung. Ja? Na, ist ja wurscht. Jedenfalls kam jetzt dieser Schrieb nochmal. Mittlerweile weiß ich ja, dass es diese Aufforderung gibt. Und die gibt es mittlerweile, so wie mir am Telefon gesagt wurde, von der U4 bis zur U8 jedes Mal. Und es wird halt da auf den Kinderschutz verwiesen. Kinderschutz halte ich für sehr wichtig. Nur auf der anderen Seite steht dem halt entgegen, das Thema
A. Generalverdacht oder Generalverdächtigung der Eltern auf Kindesmisshandlung, Kindeswohlgefährdung, wie es so schön heißt, beziehungsweise die Unfähigkeit, den Eltern in die Schuhe zu schieben, zu wissen, was für ein Kind gut oder schlecht ist. Ne? So, ich habe jetzt mit denen telefoniert, weil mich das natürlich auch irgendwo berührt und aufregt, diese Art und Weise. Und werde euch da im Anschluss an das jetzt hier das gleich mit dranhängen. Macht euch selber ein Bild. Nur, wie gesagt, man kann jetzt geteilter Meinung sein. Meine persönliche Meinung ist, Eltern sollten so viel Verantwortungsbewusstsein haben, selbst zu entscheiden und nicht durch den Staat gelenkt werden. Ja, oder durch den vermeintlichen Staat, weil auch Sachsen ist im Prinzip ja kein richtiger Staat, wie die BRD auch. Und kann nur sagen, also ich würde mich freuen, wenn es eine Diskussion in Gange bringen würde, wie man das vielleicht anders handhaben könnte oder wie man damit anders umgehen könnte, als immer diese Generalverdächtigung von irgendwelchen Gruppen oder Menschen. Ja. Und Fakt ist, auf der anderen Seite, wenn ich meinem Kind diese Untersuchungen vorenthalte, ja, weil ich vielleicht sehe, es ist gut entwickelt und ist meines Erachtens auch alles gerecht entwickelt. Ja, es gibt ja auch Eltern, die lesen ein paar Bücher ab und zu mal. Und halten diese Untersuchungen, weil es dem Kind so gut geht, nicht für nötig. Oder aber es sind Eltern, die sagen, okay, ich will mit diesem System so gut wie nichts zu tun haben oder möglichst mich ausklinken und auch meine Kinder aus diesem System ausklinken. Dann denke ich, ist das jedermanns Recht. Ich verstehe natürlich die andere Seite und auch die Argumentation, ja, da wo Kinder misshandelt werden, da wo Kindern all das nicht geboten wird. Wie gesagt, ich verstehe diese Seite auch, nur ich bin der Meinung, diese Art und Weise wird letztendlich auch kein Kind schützen oder diese Vorgehensweise wird kein Kind schützen vor Misshandlung, vor Missbrauch, vor Hunger. Ja? Also, wie gesagt, ich hänge euch jetzt das Gespräch mit dieser Informationsstelle ran. Ich habe es natürlich so weit anonymisiert, dass keine Namen oder nur mein Name fällt und nicht der Name meines Gesprächspartners, weil ich will da auch niemand irgendwie an Kann fahren oder irgendwas Negatives. Ich möchte einfach nur mal aufzeigen, wie so gedacht wird, wie sowas abläuft da. Und gut, ich bin natürlich auch nicht perfekt. Vielleicht gibt es auch Anregungen, wie man besser damit umgehen könnte oder wie man die ganze Geschichte einfach besser machen könnte. Okay, in dem Sinne, viel Spaß. Ihr werdet in der Zeit, wo jetzt ist ja nur eine Tonaufzeichnung vom Telefon her, werde ich euch einfach mein dummes Gesicht da mal mittendrin stehen lassen, damit ihr auch eine Freude dran habt an dem herrlichen Ausblick. Okay, bis dann. Tschüss, euer Groll. Ja, guten Tag, Pape. Ich habe da so ein tolles Schreiben von Ihnen gekriegt, beziehungsweise meine Lebensgefährtin und ich. Dürfen wir Sie an die Früherkennungsuntersuchung U7A Ihres Kindes erinnern? So, Punkt 1. Die Untersuchung ist schon längst erfolgt. Was mich allerdings ganz gewaltig nervt. Ich verstehe ja Kinderschutz großgeschrieben. Habe ich ja kein Problem an sich damit. Was mich allerdings stört, weil einige Eltern nur sehr zögerlich diese Angebote wahrnehmen, ja, dass man mehr oder weniger einen Generalverdacht ausspricht und an eine Meldestelle etwas schicken soll, dass man mit seinem Kind bei der Untersuchung war. Ich finde sowas nicht nur eine Unverschämtheit, sondern es ist eigentlich eine Sauerei. Okay, also im Prinzip ist das ja so, Sie schicken das ja nicht, sondern der Arzt, ne? Ja, das ist ja wurscht. Ja. Der hat ja eine Meldepflicht.
Schreiben bekommen Sie ja nicht einfach so. Es basiert auf eine gesetzliche Grundlage. Die gesetzliche Grundlage, erstens ist die in dem Schreiben nicht erwähnt. Was? Das steht aber in den Schreiben drin, wegen diesem sächsischen Kinderschutzgesetz. Also Sie bekommen, im Prinzip ist das ja so, es werden ja nicht irgendwelche Leute rausgepickt und einfach... Nee, es werden alle Leute. Ja, es werden so alle angeschrieben. Finden Sie es gut, alle Leute unter einem Generalverdacht der Kindesmisshandlung zu stellen, nur weil einige wenige es tun? Es sind nicht nur einige wenige. Das Problem, das fängt ganz woanders an, muss ich sagen. Es werden die Eltern, es werden alle eingeladen, egal wer, egal ob Mediziner oder kein Mediziner, egal ob Anwalt oder wer oder Hartz IV, es werden alle eingeladen. Ja. Man stellt die Eltern nicht unter einen Generalverdacht. Doch, tut man. Man kann das nicht, wenn alle eingeladen werden. Wenn Eltern rausgesucht werden, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte man sagen, dass die unter Generalverdacht gestellt werden. Nee. Aber man kann ja im Vorfeld, sage ich mal, nicht wissen, ob sie mit ihrem Kind zur U hingehen oder nicht. Woher sollen wir denn das wissen? Okay, dann erklären Sie mir mal eins. Hm? Ich werde per Gesetz gezwungen, zu dieser U7A zu gehen. Und was ist mit all den anderen Untersuchungen? So, Punkt 1. Punkt 2. Machen wir erstmal Ihren Punkt 1. Und zwar, dieses Schreiben bekommen Sie zu jeder Untersuchung von der U4 bis U8. Nee, also wir haben bisher, das ist das erste Schreiben, was wir kriegen. Das ist richtig, weil das sächsische Kinderschutzgesetz ist erst letztes Jahr in Kraft getreten. Da sind Sie jetzt mit der U7A drunter gefallen. Ah, okay. Das zweite ist, ich sehe da durchaus einen Generalverdacht gegen alle Eltern, ja, weil verantwortungsvolle Eltern, und da werden Sie mir zustimmen, werden generell mit ihrem Kind zu einer Untersuchung gehen, oder? Da stimme ich Ihnen zu, Herr Habel. Das ist richtig, dass viele Eltern zu den U-Untersuchungen hingehen. What? Aber das Problem ist einfach, dass sehr, sehr viele, sag ich mal, Eltern diese Untersuchungen auch nicht machen. Das sind nicht Einzelfälle. Das ist eine enorme Zahl, die einfach an den U-Untersuchungen nicht teilnimmt. Und das Zweite ist einfach, dass, sag ich mal, in der letzten Zeit, Sie haben das bestimmt mitverfolgt, einfach viel zu viel mit den Kindern passiert ist. Ne? Haben Sie bestimmt mitgehört im Fernsehen und im Radio. Gut. Fakt ist, und da gibt es statistische Daten, haben sich die Zahlen, wo Kindern was passiert ist, in den letzten Jahren nicht verändert. Die waren schon immer so. Ja? So, was passiert natürlich, und das muss man sich einfach mal bewusst machen, wenn natürlich, ich sage nicht, dass es gut ist, wenn einem Kind was passiert, im Gegenteil. Um jedes Kind oder bei jedem Kind ist es schade, wenn was passiert. Ja? Ja. Aber durch das, dass es eben relativ selten passiert, ja, wird es in der Presse entsprechend hochgespielt, wird natürlich entsprechende Empörung generiert. Und auf der anderen Seite, wenn es eine tagtägliche Geschichte wäre, ja, man es berichtet oder regt sich keiner auf, tagtäglich über einen Einbruch, über einen Raub oder sonst was. Ja. Ich verstehe Sie. Und was mich einfach stört und was ich ganz sicher nicht mitmachen werde, weil A, bin ich ein mündiger Mensch, ja, ich sage nicht einmal Bürger, weil ich zu dieser BRD-Geschichte sowieso anders stehe als Sie wahrscheinlich, ja. Zu Sachsen gleich nochmal anders, muss ich auch dazu sagen. Ja. Generell ist es so, wenn Eltern, die ihren Pflichten nachkommen, wegen einiger weniger zu etwas gezwungen werden oder gezwungen werden sollen, nämlich sich überwachen zu lassen in dem Fall, dann ist es schlichtweg eine Sauerei. Das ist, also, Sie haben ja, wie gesagt, Sie haben ja Ihre eigene Meinung.
Meinung zu diesem Thema? Ne? Die Meinung, passen Sie auf. In Deutschland wird für alles Buch geführt, Melderegister. Es wird jedes Kind registriert, wenn es geboren wird. Es wird jedes Kind beim Standesamt angemeldet. Genau. So. Die Frage ist jetzt, wieso muss man jetzt hergehen oder meint hergehen zu müssen, die Menschen noch etwas mehr zu überwachen? Aus dem einfachen Grund, weil viel passiert ist. Ja, weil viel passiert ist, immer nicht was. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich weiß jetzt nicht, von welchem Landkreis Sie stammen. Auerbach. Auerbach, also Vogtlandkreis. Genau. Ne, Vogtland, da komme ich her, das ist schön. Ich komme nämlich ursprünglich aus Treuen. Schön. Und wenn ich Ihnen jetzt einfach sagen würde, in Leipzig, im Krankenhaus, nur in der Stadt Leipzig, kommen 10-20% der Kinder mit Verdacht auf, werden eingeliefert. Das bedeutet, die müssen nicht unbedingt geschlagen werden oder sonstiges. Es sind 10-20% aller Kinder, die ins Krankenhaus kommen, die weisen einfach eine Kindeswohlgefährdung auf. In welcher Hinsicht auch immer, egal ob die Kinder schlecht ernährt sind, ob der Ernährungszustand schlecht ist oder ob die schlecht gepflegt sind oder ob die, sag ich mal, Hämatome oder blaue Flecken aufweisen. Das sind 10-20% nur die Kinder, die hier in Leipzig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ne? Und die Fälle, die kommen nicht in die Zeitung. Ne? Naja, die kommen nicht ins Fernsehen, die werden nicht statistisch erfasst. Weil einfach ein Verdacht auf wird nie erfasst. Ne? Es wird immer, sag ich mal, nur das gemeldet, wo es bestätigt wird. Verdachtsfälle werden nirgendwo erfasst. Naja, Fakt ist ja, mittlerweile wurde ja das Geheimnis, Ärztegeheimnis, so weit aufgeweicht, dass bei einem konkreten Verdacht der Arzt Meldung machen kann. Ja, muss er sogar. Er kann, er muss. So. Damit wäre ja das Ding eigentlich geregelt, oder nicht? Nein, weil es gibt viele Kinder, die noch nie einen Kinderarzt gesehen haben. Die können, sag ich mal, dann nicht erfasst werden. Es gibt Kinder, die gehen zu einem Homöopathen, also nicht zu, sag ich mal, zu den Schulmedizinern, sondern zu einem Homöopathen, werden über sämtliche Praktiken betreut, die könnten nicht erfasst werden. Man kann den Kinderarzt wechseln, man kann, sag ich mal, den Wohnort wechseln und man kann sicherlich, sag ich mal, wenn der Verdacht schon besteht, ne, bei den Eltern, dann denke ich nicht, dass die Eltern so dumm sind in der Hinsicht und gehen dann immer noch zu demselben Arzt, wenn der Arzt diesen Verdacht geäußert hat. Ne? Naja, also man kann da, es ist sehr, sehr schwierig, im Prinzip da jedes Kind wirklich irgendwie abzusichern, dass, sag ich mal, falls wenn, dass das sofort gesehen wird. Das kann man nicht. Ne? Weil bei uns, ich kann ja nur, sag ich mal, von mir jetzt ausgehen. Es rufen, sag ich mal, Eltern an und fragen, ernsthaft, was diese U's sind. Was ist denn die U7-Untersuchung? Wo muss ich denn da jetzt hingehen? Ne, und dann sage ich natürlich, naja, Sie haben doch einen Kinderarzt. Und am anderen Ende höre ich dann nicht im Endeffekt, weil es gibt mit, sage ich mal, mit der U7, das sind die Kinder 2, und das Kind hat nie einen Kinderarzt gesehen. Ne? Also das ist ganz, ganz schwierig. Ja, also ich verstehe Ihre sag ich mal, Ansicht verstehe ich, ne? Weil ich gehe mal davon aus, Sie sind ordentliche Eltern, ne? Die jetzt zu den USA auch immer hingehen, oder? Naja, wir versuchen es zumindest ordentlich zu sein, ne? Also, ja. Ich sage mal, mir liegen meine Kinder verdammt am Herzen, ja? Und meine große Tochter, die hat auch ein angeborenes Problem, ja. Wo momentan eine Begutachtung läuft, aber das spielt eigentlich hier jetzt keine Rolle. Nur Fakt ist, ich denke mal, es gibt genügend Eltern, ja, die sich wirklich um ihre Kinder kümmern. Das ist richtig, ja. Und auf der anderen Seite, entweder sind die Eltern strunzdumm, ja, die ihren Kindern diese Untersuchungen nicht gewähren, ja, oder aber, wenn sie ein bisschen Grips haben, und da werden sie mir auch zustimmen, ja,
wenn ich, gehe ich mal jetzt davon aus, es gibt Eltern, die ihre Kinder grün und blau schlagen, ja? So, wenn die jetzt wissen, okay, ich krieg da so einen Schrieb vom sächsischen Kinderschutzgesetz von irgendjemand und ich muss da zur U7, ich muss da einen Termin machen, weil es zurückgemeldet werden muss. Glauben Sie wirklich, dass Eltern, die ein bisschen Intelligenz haben, ihre Kinder jetzt vor einem Arztbesuch grün und blau schlagen? Nein, es geht, Herr Havel, es geht nicht ums grün und blau schlagen. Ein Arzt, ein guter Arzt, der das Kind kennt, er wird anhand seiner, sag ich mal, seiner charakteren Äußerungsweise oder überhaupt, wie sich das Kind gibt, er kann wenigstens vermuten, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn das Kind, die Kinder sind bis 4 Jahre ungefähr, sind sie, sag ich mal, wenn mit denen was passiert, sehr verschlossen. Ne? Die sind ängstlich, die sind verschlossen, die schildern ihre Probleme nicht, die haben viel zu viel Angst. Und das, sag ich mal, es geht klar, wenn die Eltern, sag ich mal, intelligent genug sind, solche Eltern, sag ich mal, was man dann schlecht als Eltern bezeichnen kann, und ihre Kinder vor der Untersuchung nicht schlagen, trotzdem hat ja das Kind psychische Wunden irgendwo. Und es soll ja, der Kinderarzt soll ja die Untersuchung soll ja im Schnitt an die halbe bis 40 Minuten, also ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde, sollte diese Untersuchung dauern. Ne? Also der Kinderarzt soll ja auf das Kind irgendwie einwirken. Er muss ja drauf zugehen. Und dann merkt man das. Ne? Also das merkt man ja dann schon als Außenstehender, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber der Kinderarzt, der das Kind kennt, der wird es sofort merken. Ne, die sind ja auch geschult auf solche Probleme. Naja, darum geht es im Endeffekt. Ne? Also dass das mit grün und blau schlagen, das ist in seltenen Fällen, dass das, sage ich mal, Kind bei kommt zu der Untersuchung und hat so viele blaue Flecke, dass das eigentlich schon nicht sein kann. Das ist sehr selten, ne, muss man dazu sagen. Dann darf ich Ihnen jetzt mal kurz eine Situation schildern, die wir haben oder hatten. Okay. Ich war nämlich so weit, ich hab, muss sagen, ich habe noch einen älteren Sohn, ja, der jetzt 16 ist, der lebt in München. So, und mit dem waren wir immer in München bei einem Kinderarzt, der sehr gut war. Ja, okay. Und gerade hier mit unserer Großen, wo eben diese gesundheitlichen Probleme bestehen, waren wir regelmäßig bei Kinderärzten. Sie wurde auch mal irgendwann im Alter von 18 Monaten bei einem SBZ in Chemnitz getestet. Ja. Allerdings, gut, zur Qualität dieser Testung sage ich jetzt lieber nichts. Okay. So, und es wurden damals Ergotherapie angeordnet oder empfohlen, die wir dann auch gemacht haben. Später kam dann Logopädie dazu. Mhm. Und wir sind 2010 von Chemnitz nach Auerbach gezogen. Man, mittlerweile haben wir eine gute Kinderärztin, es hat aber gedauert. Ja? Ja. Und wir waren, haben auch in Chemnitz selber haben wir mal die Kinderärztin gewechselt, weil wir mit der ersten eben nicht ganz so zufrieden waren. Mhm. Fakt ist, wir haben oft genug darauf hingewiesen, dass man das Kind mal eingehend untersucht. Ja, das wird schon, war die Antwort. Das wird schon. Ja? Von Kinderärzten. Was sie gemacht haben, regelmäßig, schön brav, die Verordnung für Logopädie und Ergotherapie rausgeschrieben. Ja, und ich habe zu meiner Lebensgefährtin schon gesagt, wenn es so weitergeht, also ich schaue mir das nicht mehr lang an, weil dann nehme ich meine Kinder und fahre wieder nach Bayern zum Kinderarzt. Ja, und zwar zu dem, wo wir mit meinem ältesten Sohn waren. Ja. Und den Weg hätte ich in Kauf genommen. Ja. Also kann die Qualität der Kinderärzte nicht so hoch sein. Ja? Das ist Punkt 1. Punkt 2. Haben wir alle U-Untersuchungen machen lassen. Und auch da gibt es sehr große Qualitätsunterschiede von der Untersuchung her. Ja. Und das liegt sicher nicht, dass die Ärzte nicht können oder nicht wollen, sondern das liegt schlicht und einfach an unserem Gesundheitssystem, weil nämlich mit dieser Budgetierung
Und ich sehe es jetzt immer wieder von unserer Kinderärztin, die sagt uns immer wieder, sie hat Probleme mit ihrem Budget. Ja, wir sollten doch vielleicht vom SBZ in Hof mal eine Therapieverordnung ausfüllen lassen, weil sie muss 40 bis 50 Kindern tatsächlich eine nötige Behandlung verweigern, damit unsere Tochter ihre Behandlungen kriegt. So, und von dem her muss ich sagen, halte ich diese gesetzliche Verordnung des sächsischen Kinderschutzministeriums oder wer auch immer dahinter steht, ja, einfach schlichtweg schon für einen Witz. Ja? Und trotzdem sage ich, es kann nicht die Lösung sein, da wo Unfähigkeit regiert, einfach mit mehr Überwachung zu reagieren. Also ja? das Problem mit dem Budget, das ist ja bekannt. Ne? Also das ist ja so, dass da jeder Arzt sein bestimmtes Budget hat, unterschiedlich je nach Fachrichtung, und das darf er im Quartal nicht überschreiten, weil sonst gibt es Abzüge, ne? Das ist bekannt. Da kann man auch sehr, sehr schlecht einwirken. Also das hängt halt wirklich einfach mit der Gesetzeslage zusammen. Das Zweite ist einfach, es gibt natürlich auch unter Ärzten die sogenannten schwarzen Schafe. Ne? Da werden sie mir auch recht geben, sag ich mal, man muss nicht immer mit jedem Arzt zufrieden sein, aber man hat ja die Möglichkeit zu wechseln. Ne? Und wenn man dann, sag ich mal, einen guten Arzt gefunden hat, dann ist man heilfroh, das geht uns allen genauso, sag ich mal, dann ist man wirklich heilfroh, dass der sich mit einem befasst oder dass der wirklich auf einen eingehen kann. Ne? Aber da kann man, der Beruf Arzt ist, sag ich mal, ein Freiberuf. Das bedeutet, die haben zwar Richtlinien, an die sie sich, sag ich mal, halten müssen, aber im Prinzip entscheiden sie trotzdem alles selber. Die entscheiden, ob, sag ich mal, der Patient die Therapie bekommt oder nicht. Die entscheiden, ob das schwerwiegend ist oder nicht. Im Prinzip entscheiden, sag ich mal, alles die Ärzte selber. Ne? Egal, was man selber dazu denkt oder was man selber, sag ich mal, dazu anmerken kann. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann, sag ich mal, natürlich so einen Arzt hat, mit dem man sehr schlecht zurechtkommt, oder ne, es muss ja, sag ich mal, es passiert ja schon auf der privaten Basis, ne, also mit der, sag ich mal, es muss ja nicht unbedingt die Behandlung schlecht sein, aber mit manchen Ärzten kann man auch nicht. Ne, man ist da so grundaus verschieden, dass das einfach nicht funktionieren kann. Ne, das muss man sich ja auch eingestehen, weil dann dadurch wird es ja nicht besser. Ne, es wird ja, wenn man mit einem Arzt nicht auskommt und einfach nicht kann, dann wird es auch nicht besser. Das ist den Arzt, sag ich mal, fällt es denen auch schwer. Der macht natürlich, man hat natürlich einfach das, sag ich mal, im Gewissen ist dann irgendwie, der benachteiligt mich. Ne? Das muss man sich eingestehen, und dann muss man sich einen neuen Arzt suchen. Also da haben sie eigentlich alles richtig gemacht in der Hinsicht. Ne? Sie hatten ja auch gewechselt, ne? Hatten sie gesagt. Ja, ich denke mal, ich bin mündig genug, dass ich A, sehr gut weiß, was richtig und falsch ist, und B, dass ich weiß, was nötig für meine Kinder ist und was nicht. Ja? Das denke ich auch. Ja. Und ich finde es schlichtweg eine Sauerei, ja? Und ich wehre mich halt gegen immer mehr Überwachung. Ja? Und für mich ist das, was hier abgezogen wird, ein Schritt zu mehr Überwachung. Und ich weiß nicht, in welchen Bundesländern das sonst noch gibt. Nur ich weiß, hier in Sachsen ist man, scheinbar hat man hier die DDR-Schiene noch zu sehr im Kopf bei einigen Leuten, ja? Mhm. Alles und jeden überwachen. Ja? Also, und es kann nicht Sinn und Zweck einer Gesellschaft sein, dass man alles auf Überwachung setzt. Es gibt andere Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, ja? Und ansetzen muss, meines Erachtens. Und es fängt meines Erachtens auch schon da an, ja, dass man schlicht und einfach mal zumindest bei den Kinderärzten diese Budgetierung aufhebt. Ja, bloß, verstehen Sie mich ja jetzt nicht falsch. Es ist ja, diese Budgetierung ist ja, sag ich mal, ist klar, Sie haben vollkommen recht, dass man, sag ich mal, das ist das Gesetz, dass das wirklich nicht alles zum Besten macht. Ne? Also da gebe ich Ihnen recht. Es gibt, sag ich mal, so viele Sachen, wo man anfangen könnte, wenn man nur wollte. Ne? Das ist die Sache. Und die Budgetierung, die ist ja, sag ich mal, da kann man sehr schlecht was dran rütteln. Ne? Und Orthopäden zum Beispiel, die haben
noch viel schwieriger, weil diese, sage ich mal, medizinischen Hilfsmittel und alles, was der Orthopäde verschreibt, die fallen natürlich in den Preis viel mehr rein als irgendwas anderes. Ne? Also das sind Kinderärzte, sage ich mal, nicht ganz schlecht betroffen. Ne? Und man kann da, die haben recht, dass man da vielleicht was tun sollte und könnte, aber das Problem liegt ja da nicht bei uns. Ne? Verstehen Sie? Ja, das ist mir schon klar, dass Sie das nur umsetzen, was Ihnen gesagt wird. Ist mir schon klar. Nur als mündiger Mensch in einem oder einem möchte gern Staatsgebilde, weil die BRD ist ja eigentlich eine Firma und kein Staatsgebilde, können Sie sich auch im Internet dazu informieren, werden Sie erstaunt sein, was Sie da finden. Aber Fakt ist, ich lasse, und da wehr ich mich vehement dagegen, ja? Wir beachten alles bei unseren Kindern, wir kümmern uns um alles. Nur ich lasse mich von niemandem überwachen. Ja? Und, aber die Daten, die sind doch schon da. Also ich habe ja, die Sache ist ja die, also die Anfragen habe ich viel, ne? Muss ich dazu sagen, so wie sage ich mal, was Sie jetzt für einen Kritikpunkt haben mit der Überwachung. Aber die Daten, die Sie schreiben, werden ja rausgeschickt, wenn die Daten da sind. Das bedeutet, es wird ja im Prinzip, ich habe ja Ihre Meldedaten da. Ja. Also ich kann ja, was bedeutet für Sie Überwachung? Es ist ja so, wenn Sie zu der Untersuchung hingehen, angenommen, Sie nehmen das Schreiben mit, geben das ab, Kinderarzt füllt es aus, schickt es wieder fort. Ja. Werden ja Ihre Daten, also der Beleg geht ja bei uns ein, das ist richtig, es wird zugeordnet, dass Ihr Kind bei der Untersuchung gewesen ist und das, sag ich mal, mehr ist da nicht dazu, wir fragen keine medizinischen Daten ab. Naja, und danach werden ja Ihre Daten innerhalb von 4 Wochen gelöscht. Ich kann ja dann nicht auf Ihre Daten mehr, die sind nicht mehr da. Ne? Sie werden ja dann erneut bei der U-Untersuchung erhoben, bei der nächsten. Verstehen Sie? Also im Prinzip ist das ja, was verstehen Sie da, sag ich mal, als Überwachung? Ganz einfach, alleine diesen Schritt, dass man angeschrieben wird vielleicht, ja? Man wäre vielleicht sogar... Das ist ja schon passiert. Ne, da können Sie sich ja auch nicht wehren, weil das ja eine gesetzliche Grundlage ist. Doch, da kann ich mich wehren. Ich kann mich gegen jedes Gesetz wehren. Können Sie, weil Fakt ist doch, wenn der Gesetzgeber heute sagt, Sie haben dann und dann von der und der Brücke zu springen, dann werden Sie das auch nicht tun, oder? Nee, also, definitiv nicht. Ne? Also, und definitiv sehe ich das so. Wenn man die Eltern anschreibt, man hat ja, wie gesagt, wie Sie selber sagen, Sie haben ja die Daten. Ich habe die Daten. Passen Sie auf, Ihr Kind hätte jetzt die nächste Untersuchung. Nehmen Sie diese wahr aufgrund verschiedener Aspekte, sprich, weil es wichtig ist, den Gesundheitszustand des Kindes zu überprüfen, ob es einen ausreichenden Impfschutz hat, ob es altersgerecht entwickelt ist und so weiter. Ja? Dann sehe ich das ja noch ein. Wenn ich dann aber noch dem Arzt einen Zettel mitbringen soll, damit der Arzt den wieder an eine Meldestelle zurückschickt, dann sehe ich das als Überwachung. Ja? Und zwar als Überwachung nicht vom Arzt, sondern als Überwachung der Eltern, ob die auch korrekt mit ihren Kindern zum Arzt gehen. Ja? So. Und es gibt Momente, ja, also unsere Große, die hat also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber so die ersten Lebensjahre war es bei der so, die hat immer wieder mal Fieberschübe gekriegt. Die haben einen Tag, manchmal auch zwei angehalten, dann war das Thema erledigt. Ja? Mhm, okay. Ich renne nicht, bloß weil mal die Temperatur meines Kindes um 1 Grad erhöht ist, immer gleich zum Arzt, ja, weil ich denke mal, das kann ich durchaus ein bisschen unterscheiden, ja, wann muss ich zum Arzt und wann muss ich nicht, ja? Mhm. Weil es gibt ja auch noch andere Symptome dann unter Umständen, ja? Ja. So, jetzt könnte man mir rein theoretisch, weil ich nicht gleich sofort zum Arzt renne, unterstellen, ich gefährde das Kindeswohl meines Kindes. Mhm. Sind wir uns auch einig, oder? Nein. Sind wir nicht, weil diese
Es hat ja nichts mit den U-Untersuchungen zu tun. Man muss auch nicht immer, wenn das Kind, sage ich mal, Hustenschnupfen hat, zum Kinderarzt gehen. Na? Es gibt ja, wie ich schon letztens, sage ich mal, vorhin erwähnt habe, es gibt erstens, kann man das Kind, wenn man, sage ich mal, Ahnung davon hat, und das hat man, wenn man, sage ich mal, Eltern ist, kann man das Kind zu Hause pflegen. Na? Man muss nicht bei jedem Husten und Schnupfen, muss man zum Kinderarzt gehen. Na, das ist so nicht korrekt. Das Zweite ist, man kann das Kind, sage ich mal, über einen Homöopathen betreuen lassen oder über einen Heilpraktiker. Das sind, sage ich mal, auch nicht Kinderärzte, sondern einfach, sage ich mal, das ist eine Alternativmöglichkeit zu der Schulmedizin. Ne, also da wird Ihnen keiner unterstellen, dass Sie, sage ich mal, Ihr Kind irgendwie misshandeln oder sonst was. Diese U-Untersuchungen sind im Prinzip, im Vordergrund ist es klar, es ist diese U-Untersuchung, weil man kann nicht die Eltern einfach anschreiben und sagen, gehen Sie mal bitte zum Kinderarzt. Das geht ja nicht. Wieso kann man das nicht machen? Deswegen hat man diese U-Untersuchungen gewählt, weil diese U-Untersuchungen immer in den gleichen Zeitabschnitten sind. Das bedeutet, man wollte einfach sicherstellen, dass jedes Kind mindestens einmal im Jahr ein Kinderarzt vorgestellt wird. Ne, das ist einfach der Hintergrund. Die U-Untersuchungen. Gut, ich sage ja auch nichts gegen die U-Untersuchungen, sondern ich sage was gegen die Art der Handhabung, ja, wie das gemacht wird von Seiten des Staates, dass man mehr oder weniger, und ich empfinde es einfach als Überwachung, und jeder normale Mensch muss sowas als Überwachung eigentlich empfinden, weil wenn er sich seiner Verantwortung bewusst ist, ja, dann macht er das von sich aus schon und braucht nicht eine Erinnerung durch irgendeine Behörde oder durch irgendein Gesetz, ja, dass er das macht, sondern dann macht er das von sich aus. Und Fakt ist, die was sich dem entziehen wollen, die werden sich dem sowieso entziehen. Ja? Also von dem her. Das kann ich so nicht sagen. Na, also es wird, Sie haben ja bestimmt in den Erinnerungsschreiben gelesen, die nächste Stufe ist ja einfach die Meldung an das Gesundheitsamt. Na? Ja, gut. Und das Gesundheitsamt, im Prinzip, das wird, das der erste Weg vom, sag ich mal, vom Gesundheitsamt ist, dass das Gesundheitsamt Sie erstmal schriftlich anschreiben wird. Und dann wird geschaut, ob Sie sich melden oder nicht. Ist das Gesundheitsamt abhängig, was dann passiert? Viele machen Hausbesuche, viele, sag ich mal, reagieren, ne? Viele Eltern reagieren auf die Schreiben, viele nicht. Und dann wird einfach entschieden. Ne? Also ich kann, wenn die Daten dann an das Gesundheitsamt weitergeleitet sind, dann sind wir ja auch im Prinzip raus. Ne? Also bei uns ist es im Prinzip nur, ob der Beleg eingeht oder nicht. Ne? Und alles das, was dann das Gesundheitsamt entscheidet, sag ich mal, das entscheidet das Gesundheitsamt. Ne? Das ist so unterschiedlich, das ist immer abhängig vom jeweiligen Gesundheitsamt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, sag ich mal, dass die Eltern, die sich auf gar nichts melden, weder auf ein Schreiben oder auf irgendeine Aufforderung, da muss man doch irgend, sag ich mal, einen Verdacht hegen, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Verstehen Sie? Nein, muss man nicht. Ja, und genau das ist das was nämlich in unserem Lande so gottverdammt verkehrt läuft. Ja? Ja, aber das hängt ja dann, sag ich mal, am Land selber. Also da müssen Sie sich ja, sag ich mal, mit der Kritik oder mit der Beschwerde, was Sie haben, an das Freistaat Sachsen oder gar, sag ich mal, an Deutschland wenden. Ne? Ja, passen Sie auf. Fakt ist doch, für mich als Bürger ist eine sächsische Landesregierung schon etwas, wo ich sehr schwer rankomme. Davon abgesehen, aufgrund meines journalistischen Wirkens, habe ich öfters mal mit ihnen zu tun und schreibe die öfters mal an und kriege öfters mal keine Antwort auf Fragen, die eigentlich sehr wichtig sind. So, die nächste Stufe, was wir dann drüber haben, sind ja dann unsere Bundesregierung. Die ist ja noch weniger greifbar. Und noch weniger greifbar ist dann die EU-Diktatur, ja, über die man dann all das macht, was man national oder auf Landesebene nicht durchbringt. Ja. Fakt ist, wenn ich, wie gesagt, ein verantwortungsvoller Mensch bin, nehme ich alles wahr, um meinen Kindern das Optimale zu bieten. Wenn ich kein verantwortungsvoller Mensch bin,
und ein bisschen Grips habe, dann weiß ich, mich dem auch zu entziehen. So, und ich kann natürlich, kann ich jetzt versuchen, an die Landesregierung zu gehen und sagen, okay, euer Gesetz ist absoluter Mist. Ja? Das können Sie machen. Da müssen Sie aber nicht an die Landesregierung, sondern an das Sozialministerium für Gesundheit müssen Sie sich wenden. Von denen kommt das Gesetz, an das SMS jetzt direkt, ne? Stopp. Hm? Das Gesetz kann nur übers sächsische Parlament verabschiedet werden, nicht über eine Behörde. Das Gesetz wurde vom Sozialministerium für Gesundheit und Soziales verabschiedet. Direkt von der Frau Dr. Klaus, glaube ich, wenn das Ihnen was Die kann gar kein Gesetz verabschieden. Die kann allenfalls eine Gesetzesvorlage im Landtag einreichen. Kann ja sein, aber der Ansprechpartner ist eben, sag ich mal, das SMS. Also Sie können sich nicht an die Bundesregierung jetzt wenden und... Nee, ich muss mich an die sächsische Landesregierung in dem Fall wenden. Das können Sie ja. Weil es die gesetzgebende Macht ist, ja. So, aber Fakt ist doch, ja, ich kann doch, wenn ich mit jemandem wie Ihnen jetzt rede, auch versuchen, ein bisschen Einfluss auf Ihre Einstellung zu nehmen und Ihnen vielleicht auch ein bisschen Denkstoff liefern, indem ich sage, Mensch, so ist es nicht in Ordnung. Ja? Denken Sie einfach selber auch mal drüber nach. Ja? Weil Fakt ist, ich weiß, dass Sie dort arbeiten, dass Sie Ihrem Arbeitgeber verpflichtet sind zu einer gewissen Loyalität, dass Sie auch sicher nichts gegen ihn sagen dürfen, schon gar nicht am Telefon, ja, und es auch nicht tun werden. Nur generell ist es so, man kann Ihnen zwar in Ihrem Job einen Maulkorb verhängen, aber man kann Ihnen das Denken nicht verbieten. Und deswegen versuche ich auch immer Leute, mit denen ich zu tun habe, gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen, ja, weil nur wenn wir alle, und es hat 1989 gerade hier der Osten doch schön gezeigt, wenn wir alle ein bisschen umdenken, ein bisschen freier werden von diesen Schuldzuweisungen, von diesen Generalverdächten, Verdachtaussprachen, ja, die wir ja alle gern machen, wenn wir da ein bisschen freier werden, dann leben wir doch alle ein bisschen besser und dann haben wir vielleicht auch alle ein bisschen mehr Zivilcourage zu schauen, was passiert da oder dort. Ja, und die Zivilcourage, die fehlt eben heutzutage. Die hat schon immer gefehlt, weil der Deutsche war schon immer obrigkeitshörig, er wird es auch immer sein. Ja. Ja? Und es sind immer einige wenige, die sich vorne hinstellen und die Prügel erst einmal einkassieren. Ja? Und ich bin halt so einer. Ja. Ja? Ich bin aber auch einer, der sich vehement gegen alles wehrt, was in seine Privatsphäre reinläuft. Ja? Und da gehört eben diese Geschichte hier dazu. Beziehungsweise, sage ich es mal so, selbst ein Gesetz, ja? Weil jeder Mensch hat ja... laut dem deutschen Grundgesetz oder dem BRD-Grundgesetz das Recht auf freie Entfaltung. Ja? So, und wenn meine freie Entfaltung vorsieht, dass ich zum Beispiel meine Kinder außerhalb dieses Systems erziehe, ja, dann wer gibt dann irgendjemand das Recht, mir zu sagen, du musst hier ins System zurück? Ja? Das ist, aber ich gebe Ihnen, sage ich mal, da in vielen Punkten recht. Das ist richtig. Ne? Aber man muss ja, sage ich mal, einfach das so betrachten. Also Deutschland allgemein ist ja im Prinzip so, da kommen ja, sage ich mal, so viele Gesetze zustande. Ne? Also wir nehmen einfach dieses Datenschutzgesetz. Ne? Dieses Datenschutzgesetz wirkt eigentlich auf, sage ich mal, fast alles, was den deutschen Bürger betrifft. Aber im Prinzip ist das Datenschutzgesetz für nichts, sage ich mal, zu gebrauchen, weil sobald ein neues Gesetz in Kraft tritt, wird das Datenschutzgesetz in entweder komplett oder in einer bestimmten Art und Weise außer Kraft getreten. Ne? So ist es mit unseren Gesetz auch. Ne? Richtig. Also der Arzt hat ja, sage ich mal,
eigentlich eine Schweigepflicht, ne? Beziehungsweise der darf ja nicht einfach so irgendwelche Daten übermitteln. Aber das Gesetz, das sächsische Kinderschutzgesetz, sag ich mal, das zwingt ihn dazu. Gesetze, sag ich mal, außer Kraft, also das ist richtig, also die Schweigepflicht wird ja nicht verletzt. Ne? Also wir bekommen ja keine medizinischen Daten von den Kindern, ob die gut entwickelt sind oder ob ihnen was fehlt oder ob die zum Orthopäden müssen oder sonstiges. Ne? Das interessiert ja hier auch keinen. Ne? Ja. Aber im Prinzip wurde ja das trotzdem, dieses Datenschutzgesetz, in irgendeiner Art und Weise, sag ich mal, nicht beachtet. Ne? Und so ist es halt, ich verstehe es nicht, so ist es halt aber, sag ich mal, mit fast allen in Deutschland. Ja, und gegen, einfach und gegen dieses Staat fast alles, ja, wo Bürger entrechtet werden, wo Menschen entrechtet werden, ja, es ist ja auch so, dass in vielen Gesetzen, ja, nehmen wir mal zum Beispiel die SGB II-Gesetzgebung, da werden ja auch Grundrechte von Menschen außer Kraft gesetzt. Und im Grundgesetz steht in Artikel 19 ganz klar drin, wenn irgendein Gesetz, ein nachfolgendes Gesetz, ein Grundrecht außer Kraft setzt, muss dieses zitiert werden im entsprechenden Gesetz. Ja, mit Folgen, mit dem Hinweis auf das Grundgesetz, welches oder Grundrecht, welches außer Kraft gesetzt wird. So, passiert ja nicht. So. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie heißt es genau, das sächsische Kinderschutzgesetz, oder? Genau, ja. Haben Sie zufällig auch den Artikel oder das Gesetz, den Paragraphen, der besagt, der dieses legitimiert, was hier mit dem Schreiben und so passiert? Kann mir mal das sächsische Kinderschutzgesetz mal anschauen. Weil irgendwo muss ja das drinstehen, muss ja dort stehen, der Arzt hat eine Meldepflicht, ob die Untersuchungen stattgefunden haben oder ja, nicht. Ja, das steht in § 2 des sächsischen Kinderschutzgesetzes, Absatz 1. Da steht, dass der Kinderarzt, sag ich mal, die Meldepflicht hat und da steht auch ganz genau drin, welche Daten übermittelt werden müssen. Mhm. Ne? Im Paragraph 2, Absatz 2 steht das, sag ich mal, noch genau aufgegliedert. Also was alles, sag ich mal, innerhalb welcher Frist, wohin zu übermitteln ist. Mhm. Ne? Also das steht, im Gesetz ist das alles verfasst. Ne? Die Sache ist bloß die, wie gesagt, jeder hat ja dazu eine ganz eigene Meinung, ne? Oder ist ja auch richtig, dass jeder dazu eine ganz eigene Meinung bildet, ne? Man muss ja nicht, sage ich mal, immer mit dem Strom mitlaufen, beziehungsweise man muss ja nicht immer, sage ich mal, das denken, was die anderen denken, ne? Wenn Sie das sich mal anschauen, das Gesetz, da steht auch auf der letzten Seite, was ist das für ein Paragraph? 10. In Paragraph 10, Artikel 4. Steht dann, sag ich mal, über die Einschränkung des Grundrechts. Also das ist hier alles hinterlegt, ne? Was das, im Prinzip, was das Gesetz beinhaltet. Ne? Ich weiß nicht, wenn Sie sich das rausgoogeln können oder... Ja, ich bin gerade, ich hol's mir gerade gut rauf, ja, weil, wie gesagt, ich bin einfach... Und da steht, wenn Sie das dann haben, das steht auch im Prinzip auf der letzten Seite im Artikel 5 dann, von wem das alles verfasst wurde. Also Matthias Rösler, Stanislav Tillich, da ist die richtige Bande beieinander. Genau, was Sie vorhin gesagt also, haben. Also, da ist wirklich mehr als die richtige Bande beieinander, weil das ist bei denen, also da fehlen dann nur noch die Worte, ja. Weil das sind meines Erachtens, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, das sind die Verbrecher, die letztendlich uns sagen, ihr müsst misstrauisch gegen Nachbarn sein, ihr müsst misstrauisch gegen jeden und alles sein, ja. Ihr dürft ihm nichts zutrauen, die sind ja alle stinkfaul, sind alle brunstdumm und so weiter. Ja.
Sie sagen es natürlich nicht direkt, aber Sie wissen, was ich meine. Also, Ja, also man hat ja seine eigene Meinung ja doch schon über einige gebildet, ne? und das Problem ist einfach, ich finde jetzt momentan, ich finde Information für Eltern, ich finde aber nirgends den Wortlaut dieses. Haben Sie das gegoogelt oder sind Sie auf unserer Seite Ah, jetzt haben gekommen? wir einen Moment. Ziel des Gesetzes, Verarbeitung personenbezogener Daten sind Ja. in Kraft, Also in außer das Kraft treten. Paragraph 2, diese Verarbeitung, da steht halt im Prinzip alles, was abgefragt wird oder was vom Kinderarzt weitergemeldet werden muss. Ne? Und auch ganz, also im Prinzip, wie gesagt, Sie können das ja durchgehen, ne? Das ist, sage ich mal, Ihre freie Entscheidung oder sollten Sie vielleicht auch durchgehen. Und ist wahrscheinlich in jedem Gesetz diese Einschränkung des Grundrechts, ne? Das ist ganz hinten dann. Ja, ich habe jetzt Artikel 10 hier, allerdings steht hier nichts davon, welches Grundgesetz hier außer Kraft gesetzt wird oder betroffen ist. Es ist also, verstößt wieder mal gegen das Zitierverbot oder das Zitiergebot, Entschuldigung. Ja. Habe ich nicht erfunden. Ja, Habe ich nee. aber nicht in Kraft gesetzt. Nee, ist schon klar, nur, ich bin halt. Ach, stopp, nee, im Artikel 8 steht Grundrechtseinschränkungen. Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Bayern. Des Freistaats Sachsen, nicht Bayern. Ja, nur. Also in Bayern sind ja diese U-Pflicht, ne, sobald ich weiß. Dann Das wäre mir neu, aber das kann sich ja. natürlich mittlerweile geändert haben. Nee, ich sehe hier nur, man verweist hier zwar auf einen Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sachsen, aber auf, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Gesetze funktionieren, beziehungsweise wie die Staffelung ist. Und zwar ist folgendes: Es gibt ja das sogenannte Stadtrecht, dann kommt das Landesrecht. Dann kommt das Bundesrecht, dann kommt das Europarecht. Ja? Also das heißt, Landesrecht oder Bundesrecht bricht Landesrecht. Ja? So, und hier müsste natürlich, weil das Grundrecht natürlich wesentlich höher steht vom Bund als das vom Freistaat Sachsen, wobei ich sagen muss, ich wusste gar nicht, dass der Freistaat Sachsen ein Grundrecht hat, eigenes. Ja? Dass eigentlich hier ein Verweis auf das Bundesrecht stehen müsste. Ja, nee, können Sie nichts dafür, ist nicht Ihre Sache, ne? Ich sehe es Nein. bloß gerade. Ich Ja. bin froh, dass ich das Ding halbwegs auswendig kann, dass ich ihn da auch, oder auf Fragen, besser gesagt, antworten kann, wo was steht. Das macht mich schon ganz glücklich, aber natürlich, sage ich mal, die Leute, die das entwickeln, die haben, wie gesagt, die haben da ja ganz andere Bildung, ne? Also da kann ich sicherlich auch ganz schlecht Naja, gut, mithalten. ob die wirklich so eine Bildung haben, weil Ja, man hofft zumindest nicht, schauen Sie ne? sich Oder? mal, schauen Sie sich mal die Lebensläufe unserer Politiker an, was die alles vom Beruf waren. Sind nämlich nicht alles Rechtsanwälte und Gelehrte, ja, und dann muss man einmal ganz klar sagen, wir haben es ja spätestens mit unserem Gutenberg erlebt, ja, Ja, wie da genau. die zu ihrer Reputation kommen. Ja, also von dem her halte ich von diesen Leuten schon mal gleich gar nichts mehr. Und wo ich also auch nichts davon halte, ist einfach diese Form der Demokratie, die hier in Deutschland praktiziert wird, und zwar alle 4 Jahre ein Kreuzchen, wo man dann bestimmen darf, wer einem die nächsten 4 Jahre sagt, was man darf und was nicht darf. Ja? Und in den Ländern sind es ja 5 Jahre großteils. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei allen so ist, aber in Bayern weiß ich, ist 5 Jahre mittlerweile. Ja. Also von dem her, also wie gesagt, nee, mir geht es einfach darum, ich bin gegen diese Art der Überwachung. Ja, das Ich können habe Sie ja. Verständnis dafür, auf der einen Seite muss ich auch sagen, na, aber ich bin eigentlich bin ich dagegen und wehre mich natürlich auch entsprechend da, weil ich finde es einfach eine Sauerei generell, und für mich werden halt dann erst einmal alle Eltern, egal ob gut oder böse, unter einen Generalverdacht gestellt, wenn man so vorgeht. Ja, und dass Sie natürlich das Gesetz nicht gemacht haben, da keinen Einfluss haben, ist mir auch klar. Nur wie gesagt, ich halte es halt nicht für den richtigen Weg, und deswegen
Ihre Nummer war halt auf dem Ding gestanden, ja, und von dem her, ja, nur es wäre wirklich ratsam, dann zumindest die gesetzliche Grundlage ganz genau reinzuschreiben, mit welchem Artikel, ja, und vielleicht auch die Leute über den Datenschutz oder über das, was im Gesetz steht, Ja. aufzuklären, ja. Das ist eigentlich, ja, man kann ja in das Schreiben, kann man ja schlecht alles hinschreiben, ne? Also das ist ja schon lang genug, denke ich, für die Eltern, das Ja. komplette durchzulesen und dieser, sag Naja, ich ich mal, sag's einmal Auskunft. so, wir haben das Ding jetzt das zweite Mal gekriegt. Das erste Mal habe ich das zwar oberflächlich überflogen, habe mir gedacht, was wollen die Idioten von mir? Ja. Wir halten ja wir kümmern uns ja um unsere Kinder, ja? Also brauche ich so einen Schrieb nicht. Ja? Ich habe nur gedacht, das So. ist eine Erinnerung an die Uschi. Und letztendlich beim Kinderarzt kam dann raus, dass da irgendwie so ein gelber Zettel mit hinten dran hängen sollte. Ja? Ist auf der Rückseite, ja. Da hatten wir das Ding schon längst weggeschmissen und jetzt kam es halt nochmal. Ja? Und ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, das dem Kinderarzt zu geben, dass der das einschickt. Ja? Also eigentlich bin ich dagegen. Also da kann ich, da will ich Ihnen auch gar nicht reinreden. Wie gesagt, Sie haben gelesen, was, sag ich mal, was im Endeffekt der weitere Schritt ist oder die weiteren Schritte und was Sie draus machen, das ist Ihre Sache. Ne? Also um Gottes Willen, wie gesagt, das ist auch nicht meine Pflicht, Ihnen da irgendwie jetzt reinzureden oder das zu sagen oder geben Sie es ja bitte ab. Ne? Das möchte ich auch gar nicht. Nee, Ne? ich Wie wollte gesagt, einfach auch mal meine Kritik da loswerden. Ja? das ist Und wie kein gesagt, Problem. steht ja auch Telefon drauf. Ja? Und Ja. von dem her habe ich euch halt jetzt mal angerufen. Ja? Und wollte halt einfach auch mal ein bisschen mehr dazu hören, weil, wie gesagt, ich bin halt auch journalistisch tätig und teilweise auch investigativ. Ja? Und von dem her ist es natürlich auch interessant, da ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, Gut. okay. Bedanke ich mich.